Willkommen zurück zu Yada Cocoon 2. Wir haben gerade im Raum des Lebens unser Thema ein bisschen aufgeräumt. Jetzt gehen wir mal in die Lounge zurück und schauen uns mal um, was es an neuen Aufträgen zu holen gibt. Den Typen haben wir gar nicht wieder gesehen im Wald. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der beim letzten Bosskampf auftaucht. Was haben wir? Gaara Revenge. Da ist immer noch Dark Arena. Kuai haben wir nicht. Der Quest ist immer noch da. Müssen wir nach Groundwork. Ist jetzt nur noch 600 Yen wert. Das ist ein Scherz. Ach komm, wir machen den jetzt, damit der endlich weg ist, dieser blöde Quest. Ja, was soll's. Kann nicht lange dauern. Aber rüber zu Kiki nach Kokage. Und dann räumen wir mal ganz kurz unser Inventar auf. Mal eben einiges stashen. Wir haben ganz viele HP-Berg-Plus-Bücher, die wir wegtun können. Stash. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Citron Powder ist okay, das wird verkauft. Das kommt weg. Eins behalten wir, das behalten wir. Okay, der Rest wird verkauft. Nun Lading. Yeah, really, really. Mhm. Gehen wir noch auf den Keks, Mann. Was? Hard, making it big. Of course, I found two already. Your tail is as cool as ever. Think so? It always gets in the way when I try to sit down. Don't say that. Doesn't everyone say that it's cool? We'd package and sell it. You'd make money too. So, stop saying it. Sagte Kikinak. Find something good in the forest? Ja, nimm's mir mal aus den Händen. Ich verkauf's dir sogar. Sell! Viel Spaß mit den Gems hier, die wir hier haben. Dull, cute, cute, weg. Soweit so gut. Und dann geben wir gut Preis für it. So, dann gehen wir mal ganz kurz nach Groundwork rein und machen mal eben diesen blöden Quest, damit der endlich weg ist. Gehen wir mal auf den Keks. Dieser Quest. A Forest Groundwork. Jo. Mal schnell ein bisschen in die Ogre Vines reinhüpfen und mal gucken, ob wir das Item finden, das wir finden sollen. Hoffentlich wird es nicht länger als Groundwork 2 dauern. Und hoffentlich haben wir nicht so viele Gegner auf dem Weg. Aber selbst wenn, die können wir ja ziemlich in den Boden rammen, die Viecher. Pretty Stone. Ich weiß gar nicht, nach welchem Item wir genau suchen. Irgendein Fanartikel-Dingens, scheinbar. Mal gucken, ob es eine Figur ist. Mit der Mugwort. Ist auf jeden Fall nicht so ein Unsinn. Oh, ein Ramakite-Gegner. Oh nein. Was sollen wir nur tun? Direkt drei Ramakite-Gegner. Meine Güte. Holt mal unser Feuerteam raus. Mit Agni Agna seit neuem. Schauen wir mal, wie stark Agni Agna wirklich ist. Oh, tödlich stark. Sehr gut. Burn Attack. Burn Attack. Außerdem Ramakia. Ja, mach du mal. Dann lassen wir die Windseite das regeln, würde ich sagen. Windseite. Eure Aufgabe. Maltiana. Blitz. Tot. Soweit so gut. Keine Level dazu. Und da hätten wir einen Leaf-Gegner. Hello. How are you? Would you like to use Leaf Divine Beast also? Huh? How can you just suddenly come and say that to me? You do not lose by knowing. In battles, in the forest, everything is lost if you lose. To wit, beast hunters always want to defend and win, so they do not lose. To that end is Earth. To that end are Leafs. Did you know the power store special attacks are negated if the beast amulet is turned? Ja, das wussten wir. Sehr auffällig. Really? I didn't know that. Once set to the Earth formation, fight with the Earth formation. This will bring you victory. Das war's? Wow. Dankeschön für diese Nicht-Information, die wir schon wussten. Ich hätte viel lieber jetzt eine Leaf-Medaille gehabt, indem wir einen Kampf gegen den ausführen oder sowas. Aber nö, das wäre schon wieder viel zu einfach gewesen. Kämpfe? Nee, lächerlich. Immerhin Q-Gem. Q-Gems sind okay. Oh, da tanzt jemand. Nee, die blöden Viecher. Feuerseite macht's mal eben Platz. Agni Agna drauf. Agni Agna. Tod vernichtet. Burn Attack und nochmal. Burn Attack. Burn. Ja, kein Ding, ne? Erfahrung erhalten. Okay.
Und Melz Alexia 3. Oh, da bin ich aber glücklich. Da bin ich aber unglaublich glücklich. Und außerdem ein Safe-Up-Ding. Das macht die Feuerseite ebenfalls. Agni, Agna. Nack, nack. 142. Und töten. Burn Attack. Dankeschön. Dies was. Wieder einen weggeräumt. Level up. Level 2 für Spitzohr. Nach seiner letzten Mischaktion, die er gekriegt hat. Zwei müssen hier vorne noch sein. Nope. Da haben wir Pretty Stone. Leider immer noch nicht, dass ich das versuche. Und in der letzten haben wir Melz Alexia. Gut, dann hoffen wir, dass unser Ziel in Groundwork 2 liegt. Für das wir unglaubliche 600 Yan erhalten können. Und dafür dieser blöde Quest endlich weg ist. Scheint ja irgendwie wichtig zu sein. Der geht ja einfach nie weg vom Bulletin Board. Groundwork 2. Gucken wir mal hier rein. Und finden Metamagwort. Hey, da haben wir gleich wieder ordentlich was aufzuräumen, wenn wir zurückkommen. Können wir wieder ganz viel an den lieben Kikinak verkaufen. Lauf weiter, lauf weiter. Ach, du läufst genau auf dem Weg, den ich auch laufen will. Geht doch nicht. Hey, Initiative. Dann lassen wir die Windseite mal kurz was machen. Altiana! Zap! Dark Attack. Wunderbar. Und dann macht die Feuerseite den Rest. Agni, Agna! Und tot. Agni, Agna ist schon gut zu haben. Die Animation ist zwar relativ lang, aber ist ein schöner Zauber. Level up! Level 17 für Hans. Und hier haben wir einen Pretty Stone. Mhm, wird noch nicht besser. Zwar nett, aber wird noch nicht besser. Ach, Ramakia-Teams. Wahrscheinlich wieder drei Viecher davon. Mhm. Weil weniger davon können einfach nicht zusammen auftreten. Agni Agna. Boom. 26. Burn Attack. Ach, der überlebt ernsthaft. Und Burn Attack. Wer hätte es gedacht, der Gegner Zauber Dramakia. Ein nicht zu erwartender Zauber bei dieser Art von Gegnern. Bleib auf der Feuerseite, die Viecher sollen einfach wegsterben. Agni Agna drauf. Gucken, ob Agni Agna immer noch reicht. Wahrscheinlich nicht. Mit der Defense-Erhöhung. Oh, man merkt echt, dass Ramakia schon einen ordentlichen Unterschied macht. Das halbiert mal eben den Schaden. Zack, Burn Attack, Critical. Gut, soweit so gut. Ist wieder ein Safe-Up-Viech gewesen. Da haben wir Melz Alexia 3. Hey, das ist sowas Tolles wieder. Außer dem Encounter. Drei Ramakia-Viecher. Tschisch. Kein so bereue ich es, dass ich diesen Auftrag angenommen habe. Agni Agna. Tötet sie. Burn Attack. Und Burn Attack. Jupp. Ramakia ist okay. Wir gehen auf die Windseite rüber oder so. Oder. Ja, doch, geh auf die Windseite rüber. Und Maltiana, das sollte es gewesen sein. Zap! Tot. Soweit so simpel. Level up! Für unseren lieben Ogre. Und was haben wir in dieser Ogavine? Aha. Vollheilung. Nicht so richtig das, was ich haben wollte, aber schön, einmal Vollheilung fürs Team. Dann gucken wir erstmal, was hier unten die Ogre Vines sagen. Irgendwo muss unser Ziel ja liegen. Da hätten wir Cute Gem. Mal wieder. Wer hätte es erwartet, dass wir mal irgendwo ein Cute Gem hier finden würden? Gegner, die mir gestohlen bleiben können. Und leer. Wuhu. Nix über leer. Dann müssen wir mal eben an den Viecher vorbei. Hä? Gucken sie immer so verwirrt um die Viecher. Agni Agna. Schauen wir mal, dass die zu nichts kommen hier. Bevor die unsere Verteidigung noch schwächen wollen oder so ein Unsinn. Und Burn Attack. Und Burn Attack.
Ja, soweit so simpel. Tot. Ein paar Erfahrungspunkte. Ach, bitte, kann das jetzt die Ogre Vine sein, in die wir rein sollen? Kokona Fan picked up. Perfekt. Nix wie raus hier. Return to Temple. Sofort. Das mit Kokona Fan war offenbar wörtlich gemeint. Sie meinten das Item Fan und nicht die Person einen Fan. Blanche. So, ich habe hier einen Kokona-Fächer mitgebracht. Des Todes. Hier, report now, Mr. Bug. Sir, I did the job. Really? Really? How can you be lying? You sound doubtful. Ist das ein Bug-Trainer? I hate impudent people. Anyway, I got it. Here's the promised reward. This is it. Ja, 600 Yen. Reputation um 16 gestiegen, immerhin. Gibt's dafür jetzt einen sinnvollen neuen Quest? Na, Items, bitte. Kannst du mir helfen? Ich brauche Lovely Gems. Haben wir Lovely Gems aufgehoben? Ich glaube, genau die Lovely Gems sind die eine Art von Gems, die wir gar nicht aufgehoben haben. Muss erstmal gucken gehen. Kikinak. Mal kurz in den Stash gehen. Be prepared. Want to use the warehouse. Get item. Pretty, cute, brilliant. Nope. Unglaublich. Haben wir Lovelies dabei? Nein, haben wir auch nicht dabei. Ja, so gehört sich das doch, oder? Ich werde die Pretties jetzt mal verkaufen. Bringt ja nichts, die hier drin zu halten. Der Quest ist weg. Den kriegen wir wahrscheinlich auch nicht wieder. Pretty, 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 pretty. Alcohol, Drag, Leaf. Und dann gibt mir mal ein bisschen Metamakot, bis das Inventar voll ist. Und dann gehen wir verkaufen. Save up, Warren! Rainy Day! Mhm. Hi. Ja, ich möchte gerne shoppen. So, verkaufen. Meta, 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 Meta. Melz 3, Melz 3, Melz 3. So, Pretty Stone, Pretty Stone, Pretty Stone, Pretty Stone. Pretty Stone, Pretty Stone, Pretty Stone, Pretty Stone, Pretty Stone, Cute Gem, Cute Gem. Wunderbar. So, haben wir erstmal wieder hier ein bisschen aufgeräumt. And I give you a good price for it. So, und du gibst mir jetzt mal irgendwas, um Bosse zu killen. Falls wir ein bisschen Unterstützung haben möchten. Get Item. Irgendwas zum Draufhauen, irgendwas Dickes, irgendein gutes Buch. Haben wir noch was? Scheint noch weiter unten zu sein. Da. Flamebooks, Inferno-Bücher. Die Flamebooks können wir mal verkaufen jetzt. Das HP-Backbook können wir auch verkaufen. Das Sleepy-Book wird auch niemals sinnvoll werden. Resurrecting. Hier, wir haben noch Attacking-Books. Und Goading-Book. Wir machen mal einen Goading-Book rein. Save up for rainy day! Yeah, really, really! Mhm. Und dann gehen wir mal kurz da drüben ein bisschen verkaufen. Jo. Ein kleines bisschen zumindest da drüben aufräumen. Ist ja schrecklich sonst. Okay. Flammenbuch kommt weg, Flammenbuch weg, Sleepy weg, HP back kommt weg. So, Healing, Resurrect, Goading und Repair Gem, die nehmen wir mit. In the forest, then I give you a good price for it. Mhm. Mach du das. So, dann sollten wir mal eben schnell nochmal zum Room of Life rüber wechseln. Room of Life. Und dann mergen wir nochmal schnell. Hello. Hello, please help. Ich würde gern mergen. Und zwar hätten wir da Level 15, Level 16. Ja, der wird sehr schnell wieder Level erreichen, also wir können ihn eigentlich nochmal mergen. Haben wir irgendeinen sinnvollen Skill, den wir ihm beibringen möchten? Strange Up, Mau Killer, Slimy Killer, Wisdom Up um 3, Speed Up um 20%, Spirit plus 15. Haben wir bereits Wisdom plus 20%? Spirit Up 2, ist es Spirit Up 2, ne? Ne, ist Wisdom Up. Wisdom Up 3 wohlgemerkt. Das könnten wir ihm also reinmischen. This merge will delete tissues on the water. Das ist schlecht. Dann tu das lieber nicht.
Will ich was anderes Gelbes haben? Troka, Speeddown, Maltes. Gehen wir hoch in die guten Techniken. Eigentlich nicht. Ja gut, dann lassen wir das noch. Dann gehen wir in den Windfall und gucken, dass wir ein besseres für den finden, schätze ich. Oder? Wir müssten auch in den Wald hier. Schwer zu sagen. Hier vorne haben wir zwei Level 17er, die können wir auf jeden Fall mal einmischen. So. Hier gibt's nämlich fette neue A-Techniken. Comet Strike. Comet Strike oder Burn Crash? Ich glaube, wir machen mal zwei unterschiedliche Techniken rein. Alko, du bist Mau. Ja, wahrscheinlich sogar exzellente Kompatibilität, ne? Nee, feine. Fein, stimmt, ist eine andere Art von Mau. Ja gut, aber gib ihm mal den Sandhawk. Wir sind jetzt gerade bei Hans, oder? Ja, bei Hans. Und gib ihm mal den Sandhawk rein, dann haben wir hier nämlich jetzt einen mit Comet Strike. Okay, ein neuer Hans. Jo, können wir auch direkt ausbrüten. Sehr schön. Und da haben wir das Viech mit den Stachelohren. Gehatcht. Jupp, Ende. Und das Ding kommt da vorne. Nein, rechts an den Rand. Ach, er hat es nicht angenommen, Mensch. Ich habe viermal gedrückt. Na gut, das können wir gleich noch umändern. Dr. Eggman, du wirst auch wieder eingemischt. Jawohl. Du kriegst allerdings eine andere Technik. Du kriegst nämlich Burn Crash. Exzellente Kompatibilität. Oh, der wird mit dem dicken Muskel Prox vor allen Dingen gemischt. Rump. Gemixt, soweit so gut. Und der Merger hat einen Dr. Eggman kreiert. Möchtest du das Ei schlüpfen lassen? Ja, bitte. Holt das Ei raus. Und sehr gut. Ein neues Kampfei. Das wird sich den Wald durchtrainieren dürfen. Ein neuer Dr. Eggman. Jo, dann kommt Doggy mal. Jetzt ziehen wir den hier neben Tamatosch, genau. Neben Hans. So, du kommst wieder da ins Zentrum. Und dann bin ich erstmal glücklich. Thank you for coming. Ja, kein Ding. Okay, Formation ändern. Hans, du kommst wieder hier rüber. Erdseite, du gehst wieder nach vorne. Erdseite an die Front. Okay. Dann sollten wir gerüstet sein. Zurück in den Throne Room. Und dann vermute ich mal, kämpfen wir uns jetzt durch den Windwald hier. Aufgeräumt sollte alles sein. Also, Wind Forest, Wind Patina. Jo. Nix wie rein da. Nun lade. Können wir wieder die lustigsten Charaktere des Spiels treffen. Yay. Das wird spaßig. Hier kennen wir auch schon zwei der Ogre Vines. Direkt hier vorne an. Mit Pitch Darkbook. Naja, diese blöde statusverändernden Bücher, die machen nur eh nichts. Nutzloser Dreck. Oh, sind sogar noch mehr, die wir schon erkundet haben. Oh, noch ein Pitch Darkbook. Ja, ich weiß schon, was wir als erstes wegwerfen, wenn wir zu viele Items in unserem Inventar haben. Two beast hunters in an ogre van. Know what that means? You got it. A battle. Ein Alko-Trainer, mal wieder. Irgendwie haben wir dauernd Alko-Trainer. Muss schon der dritte jetzt sein. Finde ich nicht so gut. Go, go, Kahoo! Don't pull any punches! Ja, gucken wir mal. Look close! This is how you use divine beasts. Gucken, wie viele er hat. Oh, viele. Psycho Attack. Okay, Psycho Attack. Psycho Attack. Drecksack. Critical auf die MP. Aridia. So. Und Ulviluna. Na, auf dem mittleren. Oh ja, das macht gut Schaden. Ulviluna könnte da ein Loch reinmachen. Nein, könnte er nicht. Seid ihr zu doof für. War zu erwarten. Jetzt haben wir aber eine Barriere vor uns. Das heißt, unser neues Feuerteam darf jetzt mal attackieren, wenn sie dann drankommen. Dark Crash. Dark Crash, komm mal, geh auf den Caster.
Ja, brav. Dark Crash. So, Agni, Agna, jetzt kommt unser neues A-Rang-Feuerangreifer-Team. Leider auf einem sehr niedrigen Level, aber A-Rang-Feuerangreifer-Team. Und Comet Strike und Burn Crash. Aufgeräumt. Soweit, so gut. Ja, dann gehen wir mal auf unsere Wasserseite. Ernsthaft? Der hat eins von den Flugzeugen auf der Feuerseite, um Magnete zu wirken. Ist ja bekloppt. Naja, wenn er meint. Ja, kein Schaden. Dann zaubern wir mal Tissues, weil das haben wir gerade dringend nötig. Zack, Tissues. Medinia. Und Vali Luna. Auf wen? Aufs Flugzeug. Sehr gut. Ordentlich Schaden. Dann gehen wir zurück auf die Feuerseite. Dark Crash. Ja, macht sowieso nichts. Agni, Agna. Ich schätze mal, jetzt fokussiert er sich sowieso auf die Schilder. Zack, minus ein Schild. Ich finde es lustig, dass er zwei Seiten hat, auf denen jeweils noch zwei Monster sind, aber er hat sich für eine Seite entschieden, wo kein Monster vor seinem Schild ist. Clever. Dann wird er wieder zurück zur Wasserseite. Ach, ich werde zu der Seite gewechselt. Na gut. Also, ich kann die Schuhe nochmal wirken. Agnite. Zweimal auf unseren armen Käfer. Aber es macht nichts. Es ist nur Agnite von diesen Lame-Viechern, die sowieso nichts können. Tissues. Und Medinia. Und zu guter Letzt Vali Luna. Nuke mal. Ach komm schon, mach da ein Flugzeug einfach weg. Das ist unglaublich wieder. Feuerseite, ihr seid wieder dran. Dann benutzt wieder die Seite, die sowieso nichts tun kann. Sehr gut. Kein Effekt durch Blitz, weil es ein Zauber. Dann geht nochmal direkt auf die Schilde. Nuke. Das war der nächste Alko-Trainer. Die sich immer in unseren Weg werfen, ne? Kommt davon, liebe Alko-Trainer. Ouch! Terrible! I can't stand it! Yay! Level up! Und das war's schon. Ouch! Ow, ow, ow! You serious? Really? But my heart is strong. I'll give you this to help forget this battle. Eine weitere Alko-Medaille. Damit haben wir jetzt drei davon. Collect a lot of them and something good might happen, but I can't tell you what. But next time, I'll win. Ja, du meinst. Ja, wenn wir noch eine Alko-Medaille kriegen, kriegen wir wieder ein nächstes Ei, glaube ich. Sonst gibt es hier drin allerdings nichts. Zugegebenermaßen waren wir hier schon mal. In einem früheren Leben. Also machen wir weiter mit den nächsten Ogre-Vines. Die stehen hier echt an jeder Ecke. Zack, bitte Mugwort. Flugzeug. Das ignorieren wir mal, solange ich kann. Und noch ein Flugzeug. Yeah. Was machen wir denn da? Flugzeug und so. Oh gut, die gehen alle in Angriff. Das ist ja nett. Attack, attack. Ein armer Zauberer. Drecksviecher. Stell erstmal eine Baridia auf. Damit die Viecher nichts mehr tun können. Und Ulvi Luna. Zack. Okay, 151. Kriegen wir einen Down? Wahrscheinlich nicht. Doch, wir kriegen einen Down. Das ist gut. Dann gehen wir schon mal auf die Wasserseite. Greifen weiter an. Auch nett. Aber ich will immer noch weiter die MP ein bisschen regenerieren. Schwomp. Und nebenbei voll heilen. Drei freche Angriffe einfach direkt auf unser Monster zu setzen, ist ja schon mies. Also, Vali Luna auf den in der Mitte. Ist okay. Ich gehe mal hier rüber. Einmal unsere Windseite drankommen lassen. Die greifen weiterhin einfach nur per Attack an. Maltiana drauf. Bams! Okay. Und Dark Attack. So, auf die Feuerseite und sind alle glücklich. Agni Agna. Das ist ziemlich sicher sein Tod. Agni Agna. Bams! 165. Und damit hätten wir das geklärt. Level up. Level up. Level up. Level 16. Ugh, Ogrevine. Oh, ein Karma. Nein, ich will dich kaputt machen. Das sollte ein Kuh-Karma sein. Allerdings im Windfeld? Bloodrag. Aha, wahrscheinlich wieder irgendein Status-Dingens.
Dann greifen wir es erstmal an und gucken, ob es überlebt. Saguriana. Aha. Wahrscheinlich unseren Angriff verringern oder sowas. Agni Agna. 71. Ja, hat ziemlich sicher unseren Angriff verringert. Komm, Strike. Oh. Und Burn Crash. Critical. Ja, Attack Parameter went down. Das ist es, was er böse getan hat. Aua. Wir stellen mal schnell eine Barriere auf, der so schnell ist. Unglaublich. Aha. Jetzt kannst du uns nicht mehr angreifen. Hol wie Luna drauf. Und hol wie Luna drauf. Und dann killen wir ihn in der nächsten Runde. Zack. Oh. Never mind. Er ist schon tot. Ja, ne? Können wir den gegnerischen Angriff verringern, wenn wir unbedingt ein Blood Drag Ei benutzen möchten. Hier gibt es eine Verbindung zu dem Weg, den wir schon erkundet haben, mit einem wunderschönen Mischdings drin. Na, ich will nichts mischen. Ich mag diese Mischpflanzen eh nicht. Dann gehen wir mal hier links weiter. Oh, neues Monster. Haben wir die schon mal gesehen? Was ist das? Initiative? Ach so, die Viecher, die Soldona-Viecher nur in grün. Ich glaube, in grün haben wir die tatsächlich noch nie gesehen. Also, Team, haut's mal schnell um. Bin mir gar nicht sicher, was die Viecher hier können. Wahrscheinlich auch wieder eine statusverändernde Dreckstechnik, die sowieso nichts macht. Common Strike! Und Bunkrow! Bunkrow! Wasserseite. Saguriana. Hm, kommt mir bekannt vor. Ja, ne? Die Technik, die wir gerade eben gekriegt haben, hätte ich mir nicht denken können. Als die Vorentwicklung von dem Viech ist, was wir gerade eben bekommen haben. Und war die Luna. Nuke. Oh, immerhin 71. Attack Parameter went down. Und lassen wir die Feuerseite das regeln. Die Feuerseite haut nur. Attack. Ja, süß. Immer gegen unser Spitzrohr. Agni Agna. Guck, sofort tot. Ja, sofort tot. Sehr schön, sehr schön. Level up. Level 17 für Buggy. Und das ist die nächste Ogrevine. Mit dem nächsten nichts. Was ist denn mit den ganzen leeren Ogrevines wieder los? Muss doch nicht sein. Wer baut denn soweit immer? Und Story. Hey, Gil. Ich liebe Gil. Blah. Oh, Master Kahu. You came at just the right time. Oh, kriegen wir wieder ein Flashback ins Schwarze? Lately, I have been just so excited with meeting Yamu and all. But, Master Kahu, I would like to study your tale. Das hast du schon mal gesagt? Nein. No, no way, not that. But don't you want to know the meaning of your tale? Wir wissen selber, wir sind verflucht. Huh? You mean that tale has some meaning? Yes, I have studied the literature. One must not speak about things only with conjecture. Welche Literatur? Please let me see your tale. In return, I shall explain my theory. Nein. Oh well, it won't hurt. Of course not. That tale is very important. Ich werde ihn nur abschneiden. Now look the other way. Aber vorher wirst du anästhesiert, kein Ding. So this is like this. And that is like that. Du machst gar nichts. Yes, halt die Klappe mal. Exactly as in the ancient books. My theory was not wrong. Ugh, listening to him, I think I'm gonna have delusions. Don't! Wunderbar. Yamu hat gar nichts gesagt. Hast du Lust zu reden? Du hast irgendwie Stille gehalten. Gil talks so hard to understand. Ja, ehrlich. Yamu bored. No fun. Genau, Yamu. Du hast genau das Problem mit Gil gerade rausgefunden. Dieser Charakter ist langweilig. Und er geht immer auf den Keks. Das ist alles, was Gil macht. Das ist in keinster Weise interessant, der Kerl. Ach, danke, Yamu. Das habe ich gebraucht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir zur Princess Vine kommen. Die müsste eigentlich hier vorne langsam irgendwo rumstehen. Ja, aber nicht bevor wir nicht noch einen Flieger umgehauen haben. Ey, ich hoffe, unser Feuerteam ist schneller als die Viecher. Nope, aber sie kommen wenigstens alle in den Nahkampf. Das ist sehr gut. Das heißt, dass wir nicht 15 Runden erstmal lang schlafen müssen, bevor irgendwas passiert. Also, Feuerteam, haut sie um, so gut ihr könnt. Agni Agna.
Bams. Oh, weit nicht tot. Okay. Common Strike. Und Bunkrow. Wieder daneben. Mensch, muss doch nicht sein, Leute. Das war die mal als Lanit. Ja, ich hab's befürchtet. Aha, keiner eingeschlafen. Und deswegen benutze ich keine Schlaffähigkeiten. Sagte ich das schon mal? Immer wenn sie gegen uns verwendet werden, zumindest so in 95% der Fälle, mindestens, sind sie vernichtend, weil genau die wichtigen Monster benutzt einschlafen. Aber wenn ich als Lanit oder sonst irgendwas mit Schlaf benutze, dann passiert genau das. Niemand schläft ein. Niemand. Ja, wir sollten zwischendurch mal die MP regenerieren lassen. Schwump. Vor allem, wenn die Gegner sich sowieso gerade nicht wehren können. Tissues. Das ist eine gute Gelegenheit gerade. Und Medinia. Hoch regenerieren. Und Valiluna. Psst. Zap. Boah. Und dann kann Agni Agna das für uns wieder lösen. Agni Agna. Tot. Sehr schön. Habt ihr gut gemacht, Leute. Wieder so ein paar Leveln. Jo, Level 4. Level 3. Level 3. Sehr gut, sehr gut. So. Wir teleportieren weiter in den zweiten Abschnitt von Wind Patina. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir es potenziell schaffen können, durch den vierten Windwald komplett durchzukommen. Immerhin sind es nur zwei Abschnitte und dann das Bossgebiet. Bis dahin. See ya!